Wir schauen uns rein, hungriger Hugo. Ich habe gar nichts gemacht, ich habe nur eine Bier getrunken. Scheiße, Alter, ich bin jetzt hier wieder über InScope drüber. Let's go rein in die Masse, wir gehen rein und dann später natürlich auch nochmal klar in die Rust-Masse. Rein geht's. Abzocke, Digga. Mayday, Mayday. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zum heutigen Flug von Buxtehude nach Malta. Ja, die Casinos haben auf. Ich hoffe, Sie haben genug Bargeld dabei und ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag und einen guten Flug, Ihr Kapitän Mr. Long Dong Schwanz. Och nein, Montana, lass es doch bitte. Oh, Monte, nein! Oh Junge, 8.40 Uhr. Ich habe Herr White versucht zu erreichen, aber der hat nicht zurückgeantwortet. Das B-Wort gehört hier nicht her, wir benutzen offiziell... I'm headed straight for the floor. 40 Mal gestorben, ich bin dauertot, die ganze Zeit immer. Kann man sich... Okay. Ich bin 40 Mal gestorben, ich bin dauertot, die ganze Zeit immer. Wir lieben diesen Clip! Wir lieben diesen Clip! Ich schwöre, ich habe richtig Bock, Kevin bei Rust den Kopf mit einem Stein zu zertrümmern und dann IRL auch, Alter. Ich will... Darf man sowas im Internet sagen? Ja, wahrscheinlich nicht. Ah, Scrabble. Yeet. What's a yeet? Yeet! Hat letztes Mal nämlich richtig viel Bock gemacht. Moment. Ach, den Clip habe ich schon gesehen. Giga Cringe und wahrscheinlich Turbo Fake. Eine Katze? Ja. Ach nee, der ist es nicht. Ich habe einen anderen Clip. Meine Katze ist heute Morgen gestorben. Meine Katze Dein Stream lenkt gekommen. Mich ab. Danke dir. So. Aber so. Ein Feini. Sowas könnte man ja auch faken, aber man weiß es nicht. Ich werde Deutschland repräsentieren. Okay. Litvinia. Ey, will er mich verarschen? Almanja! Ah, jawohl. Eine wunderschöne Frau in Deutschland! Ja! Deutschland! Der Vorzeigedeutsche. Ja, da sehe ich Monte. Die war so widerlich, die Cola. Ich weiß noch ganz genau, die hat so widerlich geschmeckt. Schmeckt gut. Der widersprechende Boss. Hey, I just found out my dog died and instead of spending money for his cremation, I thought I would give it to you for helping me get happy. Damn, man, that's awesome. Thanks for the 150. Hope you're having a great day. 1,50 Euro für die Verbrennung vom Hund, Digga. What the fuck, Alter? I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Oh. Spirits in my head and they won't ja. Go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head oh, and they no. won't go. Der fällt hin. Ja. No! Digga, wirklich, Monte und Knossi sind einfach so, no joke, so 30 plus. Ey, Digga, ihr könnt auf Ü30 Partys jetzt gehen. What the fuck, wenn Lockdown noch länger geht, muss ich da auch hin. Ich war früher schon immer auf Ü30 Partys als 18-Jähriger wegen den ganzen geilen Mills. Sorry. Du hast ein Bier aufgemacht! Du scheiß Bier! Heimlich. Warte mal, nochmal so scheiß an. Ich liebe es. Er sagt, wir spielen alle. Nein, nein, du kannst es. Ja, Mann! Boah, geil, geil, geil!
Ich weiß noch, dass ein Lehrer mal einen Schneeball auf jemanden geworfen hat bei uns und no joke, der Typ hatte danach einfach hier einen blauen Fleck, weil der Lehrer mitmachen wollte, weil da Eis drin war. Das heißt, es ist quasi das passiert, was der Lehrer immer gepredigt hat, was man nicht machen soll. Hahaha, Wichser-Lehrer. Hey, geil. Bin jetzt Millionär und der nicht. Wichser. Moin. Moin, moin. Moin, moin, moin. Salam alaikum, meine Freunde. Lang nicht mehr gesehen, lang nicht mehr gehört. Ich bin, glaube ich, etwas aus der Übung. Altim, wie kommt man als Mädchen an dich ran, wenn du nur ein Junge wirst? Peinlich, wer ausrastet, wenn er verliert bei Videospielen, oder? Oh mein Gott, back-to-back den Schmutz, Alter. Der hatte sie noch nicht. Oh mein Gott! Seit wann kann die denn schreien? Die flüstert doch immer so. Ey, Asamer Janina flüstert doch immer, die macht doch immer so. Und jetzt schreit die auf einmal. Ganz verrückt, Digga. Ganz verrückt. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott! Ich hab Messi! Sie hat's bestimmt gemacht, weil sie großer Pokémon-Fan ist. Ja, genau! Gezogen! Oh shit. Here we go again. So, die Herren. Die Versammlung ist illegal und hiermit aufgelöst. Treten Sie alle zur Seite. Fino, da sehe ich dich auch, Digga, in der Band, Alter. Da sehe ich dich auch. Sehr gut, Reapers, sehr gut, Reapers. Trimax ist so scheiße. Trimax hat einfach kein Taktgefühl. No joke, Alter. Ich glaube, wenn... Ach Mann, ich erinnere mich immer noch, als der bei uns auf der Party stand und alle gesagt haben, das ist voll weird. Der steht auf der Tanzfläche und sagt, der hört keine Musik. Der bewegt sich nicht. Sehr gut, Reaper. Sehr gut. Mein Papa ist, als ich 11 oder 12 war, an ALS erkrankt. Also ich weiß nicht, ob das jemand fragt. Also, ich habe gerade die Hand gewonnen, sorry. Ach, Knossi, Alter. Oh nein, oh nein! Oh nein! What? Oh, Digga, wow! Insane! Und er geht wirklich! Das Mensch auf die Wacke! Aus drei Steine! Die erste wahre Karte läuft von alleine! Ui! Nenne Internet-Pornoportale inklusive in der vollen Endung. Wer weiß eins? In der vollen. Wer weiß zwei? Wer weiß drei? Wer weiß vier? Wer weiß. Elias, der ist gar nicht mehr runter. Wer weiß fünf? Hey. Elias für vier? .com. Soll kommen. Viele sind alle richtig. Der wichst noch richtig. Sehr stark. Da wird nochmal richtig schön gewichst. Baby, was kann's sein? Was kann's sein? Was kann's sein? Aha. Ah, ich weiß. Aha. Ah, ob man merkt, dass er kein. Also, dass der. Also, die Schule nicht. Ach, scheiß drauf, Hauptsache Millionär. Oh Mann! Jawohl, Mann! Die Trompolin, wer kennt sie nicht? Die Polin mit der Trompete, ne? Trompolin, genau die. Sehr lecker. Oh, was mache ich denn? Der schreibt das dreimal? Nein, ich bin so dumm, Digga. Ey, nein. Trompolin!
Ey, das ist zu langsam. So fährt. Was ist los bei ihr? Hm, was, das ist doch scheiße. Es sind zwei Optionen. Junge, zwei Optionen. Ein cleaner Schnitt durch den Hals. Dann habe ich noch ein bisschen Fleisch. Max hat wirklich so viele Pferde schon bei Rust umgebracht, Digga. Der hat so ein Problem, der Bro. Der hat, no joke, so ein krankes Problem. Okay, hat das denn keinen Bock drauf. Dann gebe ich dir einfach einen Kürbis und du rennst mal wieder richtig. Okay. Leute, ein wahrer Schalke-Fan fährt doch 300 Kilometer von Gelsenkirchen nach Frankfurt in Deutsche Bank Park, nur um sein Team auf 2 Quadratmeter des Feldes durch den Zaunspalt anzuschauen. Auf geht's, Schalke, kämpfen und siegen! Oh, scheiße, Alter. Für Frankfurt, so eine Scheiße. Ah, schade, Digga. Schade, schade, schade. Deshalb, klarer Lifehack an der Stelle, einfach Bayern-Fan sein oder Barcelona-Fan. Da gewinnt man dann meistens immer. Und wenn man nicht gewinnt, dann kann man einfach sagen, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung von Fußball, ich halte einfach mal ein Maul.